Herr Strolz, meine erste Frage. Würden Sie eine Flüchtlingsfamilie oder ein Flüchtlingskind aufnehmen? Wie viel würden Sie aufnehmen? Ja, das habe ich ja gestern schon in der Zeitung gelesen, dass Sie mich das fragen. Aber ich möchte das hier auch sagen. Das ist eine Frage. Wie viel würden Sie aufnehmen? Natürlich ist das ein schwieriges Thema. Nein, das ist nicht schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, vor allem deshalb, weil wir hier vereinbart haben, dass ich die Fragen stelle und Sie die Antworten. Aber wir können gern nachher diskutieren. Es ist schön, wenn man auch Fragen stellen kann. Ist es wichtig in der heutigen Zeit, wie man ausschaut? Als Politiker? Ist es wichtig als Fernsehmoderator? Ich habe versucht, das immer so zu halten, dass ich das Interview führe und Sie geben eine Antwort, wenn es nicht funktioniert. Ja, das war so spontan, das hat sich aufgedrängt. Nicht streiten. Kurze Frage noch zum Beitrag Eitel. Der Lokalpolitiker hat ganz lang gezögert. Ich glaube, das geht nicht über das Maß hinaus, das er angesprochen hat, etwa vom Herrn Redakteur, der mich gerade interviewt. Nicht? Also, wenn ich das merke. Das stimmt mit Sicherheit nicht, aber können wir ja nachher. Weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen. Gehen wir ins Jahr 2030.